CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich betone ganz zu Anfang, die Sokabau als solche ist das Ergebnis gelebter Tarifpartnerschaft. Wünschenswert wäre, wenn alle Branchen derartiges, natürlich zugeschnitten auf ihre jeweiligen Bedürfnisse, so etwas regeln würden. Dann hätten wir als Gesetzgeber manche Dinge nicht zu regeln. Und auf die Regelungsinhalte, da hat der Kollege Rützel und einige andere Redner schon hingewiesen, darauf darf ich verweisen. Der gesamte Prozess hat allerdings gezeigt, dass es in diesem Bereich noch viele Aufgaben zu erledigen und auch zu verteilen gibt. Wenn vorgetragen wird, dass es sich hier um reine formale Probleme handelt, die das Bundesarbeitsgericht in seinen Beschlüssen vom 21.09.2016 aufgeführt hat, dann stimmt das nicht ganz. Es ist natürlich interessant zu wissen, was im Urteil steht, aber auch das, was nicht im Urteil steht, ist genauso interessant. Das wird auch mit diesem Gesetz entsprechend geregelt, zum Beispiel die Frage der Tariffähigkeit der Tarifpartner der Baubranche, die vom Bundesarbeitsgericht in der mündlichen Verhandlung in Frage gestellt worden ist. Hier ist schon mein Appell an die Tarifpartner, dass da die entsprechenden Aufgaben satzungsmäßig sofort und unverzüglich geregelt werden, damit die Zuständigkeiten hier entsprechend geklärt sind. Darüber hinaus hat das ganze Verfahren auch gezeigt, dass wir in der Branchenabgrenzung zwischen Bauhaupt- und Baunebengewerbe erhebliche Schwierigkeiten haben. Und hier liegt der eigentliche Knackpunkt dieser ganzen Angelegenheit. Die bisherigen Regelungen scheinen nicht zufriedenstellend zu sein, insbesondere für das Baunebengewerbe. Hier sei zum Beispiel die große Einschränkungsklausel genannt. Im Rahmen des gesamten Gesetzgebungsverfahrens konnte nun eine Verbändevereinbarung zwischen dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe erreicht werden. Hier ist schon darauf eingegangen worden, in kurzen Stichpunkten Beweislast bei der Sokabau, Einrichtung einer Schlichtungsstelle und auch die Einschränkung des Geltungsbereichs seitens der Bautarifverträge und der Tarifpartner vor dem Hintergrund der Kriterien Mitgliedschaft und Fachlichkeit. Darüber hinaus ist in der Ausschusserklärung auch gewünscht worden und ausdrücklich erwähnt worden, dass hier von Seiten der Sokabau erwartet wird, dass die jeweiligen Beschwerdeführer vor dem Bundesarbeitsgericht von ihren Forderungen, die gegenüber sie geltend gemacht wird, freigestellt wird. Es lohnt sich hier an dieser Stelle, die Beschwerdeerklärung einmal, die Ausschusserklärung einmal zu lesen. Der Gesetzgeber hat deutlich gemacht, dass er von der Baubranche nun erwartet, dass zügig die Regelungen angegangen werden und zeitnah umgesetzt werden. Bei den Verbändevereinbarungen geht es darüber hinaus noch auch um weitere oder über die Verbändevereinbarung hinaus geht es noch um weitere Regelungen, die auf dem Prüfstand in meinen Augen zu stellen sind. Zum Beispiel Rückforderungen in Form von 4 Jahren beziehungsweise auch eine 12-prozentige Zinshöhe bei den Rückforderungen. Das sind Dinge, die existenziell auf die Unternehmen zurückschlagen, wenn sie von der Sokabau hier in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus, es ist erwähnt worden, sollte die Sokabau auch den Umgang mit den Betrieben überprüfen, der zu erheblicher Kritik geführt hat. Darüber hinaus muss sich in meinen Augen auch die Sokabau und die Baubranche noch mal über den Leistungskatalog der Sokabau Gedanken machen, insbesondere auch die Voraussetzungen, die da gesetzt werden. Denn in meinen Augen ist es so, im Rahmen dieser ganzen Diskussion habe ich häufiger diese Fälle angesprochen und es wurde mir dann immer gesagt, man solle nicht in Tarifverträge eingreifen. Allerdings erwidere ich an dieser Stelle auch, dass gerade die Tarifpartner hier den Wunsch an den Gesetzgeber äußern, gesetzgeberisch tätig zu werden, um die Sokabau als solche zu retten. Und dann muss es auch für den Gesetzgeber erlaubt sein, hier entsprechende inhaltliche Anmerkungen zu machen. Die Verfassungsmäßigkeit ist angesprochen worden. Es ist richtig, dass im Rahmen des Ausschusses hier keine Bedenken geäußert worden sind im Rahmen der öffentlichen Anhörung. Allerdings muss man sagen, gibt es schon eine
breite Literatur, die sich hier schriftlich geäußert hat und das anders sieht. Abschließend möchte ich auf einen Umstand ganz besonders hinweisen, und zwar geht es um die Kritik an die Richter des Bundesarbeitsgerichtes. Die ist des Häufigeren geäußert worden, insbesondere auch von den Sachverständigen. Ich darf hier zitieren in der öffentlichen Anhörung, hier sei ein noch nicht ganz fertiger junger Prädikatsjurist am Werke gewesen, der aber die Folgen seiner Entscheidung nicht richtig eingeschätzt hat. Zitat Ende. Derartige abfällige Bemerkungen über Bundesrichter lasse ich nicht so stehen und betone für meine Fraktion ausdrücklich, dass Sie unser Vertrauen genießen und auch unsere Wertschätzung. Die Ursache der ganzen Angelegenheit liegt nämlich nicht bei den BAG-Richtern, sondern bei den handelnden Akteuren. Auf diese kommt nun viel Arbeit zu. Der Gesetzgeber geht in Vorleistung. Ich erwarte, dass diese Aufgaben bewusst angegangen werden und auch im Sinne der Vernunft und des Rechtsfriedens aller beseitigt werden. Dankeschön. Vielen Dank. Damit sind wir ans Ende der Aussprache angekommen.